das wohl darstellen soll? Und was haben all die Lichter zu bedeuten? Das weiß ich doch schon längst. Aber wir müssen die Tür irgendwie aufkriegen. So geht das nicht. Das Ganze was rausbinden können wir nicht. Ja. Vielleicht kann man auch von der anderen Seite. So, auf jeden Fall nicht. Es lässt sich nicht. Ja, schwierig. Wir können ja hier. Dann können wir ja runter. Das bringt uns nichts. Da drüben können wir ja nichts machen. Ja, und da jetzt rüberkommen, kommen wir, wir müssen ja im Endeffekt hier rein, mittlere Kammer. Das bringt jetzt auch nicht viel, weil das Ding, weil das ja... Aber wir hier nicht weiterkommen. Schwierig. Das Rätsel. Und jetzt haben wir hier, und da kommen wir da nicht rein. Jetzt kommen wir auch nicht rein, da müssen wir schwimmen. Auch nicht rein, ich kann auch keine Brücke hinlegen. Tja.
Es lässt sich nicht. Ja. Wir können auch Türen wieder schließen. Das haben wir nicht geöffnet. Vielleicht müssten wir mal das hier schließen. Das wäre nicht so schlecht. Okay, das wird nichts mehr. Ja. Wir müssen dann jetzt hier unten durch, um dann dort das Ding zu schließen. Das war ein Fehler, dass der offen noch steht. Ich tue es ungern, aber. Ben. Na endlich. Was hast du da drin gemacht? Nicht zicken, mitkommen. Salvador kann nicht mehr weit sein. Sie haben alles was abgestellt. Jetzt gern noch gesehen. Das ist auch schon da war. Das war Salvador. Kellerman? Psst, da kommt wer. Kellerman, verflucht, wo stecken Sie? Ich bin hier, Sir. Und ich habe Besuch mitgebracht. Duwe. Bent, der junge Svensson. Was hattest du vor, Duwe? Wolltest du deine Bezahlung abholen? Oder kommst du etwa wegen deinem verhassten Wundergemüse? Du hast kein Recht auf unsere Forschung, Indes. Ganz im Gegenteil. Ich sehe es als meine Pflicht, die Welt von diesem grünen Schleim zu befreien. Und da ich nicht nur gewissenhaft, sondern auch gründlich arbeite, werde ich die Schöpfer gleich mit beseitigen. Das ist mein Stichwort, richtig? Das würde ich so sehen. Bring sie zu dem anderen Gefangenen und erledige sie. Und dann durchkämmt das Gebäude. Wenn Duwe hier ist, wird auch der alte Svensson nicht weit sein. Und diese verrückte Klimaaktivistin. Ich bin derweil in meinem Büro und mache mir einen leckeren Algentee. Das erinnert mich sehr an das Ausbruchsspiel hier. Wie ist das Spiel, was wir mit Mordi gespielt haben? Sie werden ihn umbringen. Nein, werden sie nicht. Nicht solange ich hier noch sitze. Ich glaube, sie überschätzen sich da. Nein, hör mir zu. Unsere Alge in der Zukunft wurde von dir und Duwe zusammen entwickelt. Wäre Duwe heute gestorben, dann gäbe es auch die Alge nicht mehr und wir hätten nie mit der Zeitkapsel in die Vergangenheit reisen können. Der Zeitverlauf hätte sich so drastisch geändert, dass ich mich sofort in nichts auflösen würde. Das verstehe ich nicht. Heißt das, wir können das Reaktorunglück gar nicht aufhalten? Doch. Nur werde ich dann... Ich werde verschwinden. Du musst das jetzt nicht verstehen. Vertrau mir einfach, wenn ich sage, dass du deinen Sohn retten wirst. Dann glaube ich das mal. Ja, ich kümmere mich derweil um die Alge. Und jetzt los. Ja. Pass auf dich auf, Faye. Du auch. Ich verstehe das Ganze noch nicht. Und drehen Sie bitte die Klimaanlage auf. Ich muss den Dschungel nicht auch noch in meinem Büro haben. Sehr wohl. Die Alge ist in diesem Raum über mir, zusammen mit Indes. Ich muss ihn irgendwie da rauslocken. Tja. Sekretärin ablenken. Die Leiter ist außerhalb ihres Sichtfeldes. Zum Glück. Okay, hier haben wir Indes. Lüftungsschacht. Der Schacht führt hinter den Tisch von Miss Buendia. Okay, hier haben wir Zweige.
paar Zweige ragen über das Geländer. Okay, wir haben Zweige. Ich sollte nicht näher heran, nicht so lange Indes direkt vor meiner Nase sitzt. Die ist angelehnt. Vielleicht können wir die Zweige in den Lüftungsschacht stecken. Mal sehen, ob das funktioniert. Jetzt werden sie nach unten gepustet. Jetzt können wir die Gunst der Stunde jetzt in die Klimasteuerung verstellen. So, jetzt wird's kalt. Nun kommt wieder warme Luft herein. Kalt, sagt sie. Balkontür. Ist wohl kalt geworden im Büro. Ich sollte nicht näher heran, nicht so lange in. Ja. Vielleicht noch mal ein paar Zweige reinschneiden. Mal sehen, ob das funktioniert. Jetzt werden sie nach unten gepustet. Und wieder. Soll die heiße Luft draußen bleiben? Okay, ich habe das Gefühl, wir müssen da irgendwas zwischenklemmen. So. Wie können wir das Messer dazwischen klemmen? Brauchen wir es endlich mal. Und die wird sich wundern, warum so viele Äste hier rein kommen durch die Anlage. Mal sehen, ob das funktioniert. Jetzt werden sie. Okay, ich denke, wir müssen die Klimasteuerung verstellen. So. Nun kommt wieder warme Luft. Vielleicht kann man jetzt ein Messer an die Tür. So, wenn man das zumacht, dass wir dann noch rein können. Nee. Wäre ja nur eine Idee gewesen. Können wir einen Zweig zwischenquetschen? Lieber nicht. Okay. Aber was dann? Ja. Können wir das Telefon vielleicht rausreißen und den Stopper benutzen? Mal sehen, ob das funktioniert. Jetzt. Telefon ansehen. Nicht. Über das Telefon kann Indes sie herumkommandieren, ohne sein Büro zu verlassen. Da geht es direkt in die.
Okay, gibt's einen Keil. Oh ja, den können wir gebrauchen. Weil von Keil zwischen die Lüftung klemmen. Warte, nicht. Erstmal hoch. Keil in die Tür. Mann, du bist doch ein Genie. Die Maschine. Dann verstellen wir das wieder. Und wieder. Soll die heiße Luft drauf? Ich kann mir jetzt den Keil dazwischen schieben. Okay, verstehe nicht ganz, aber vielleicht machen wir jetzt noch mal dies hier. Mal sehen, ob das funktioniert. Jetzt werden sie nach unten gepustet. Miss Buendia? Ja, Sir? Meine Balkontür klemmt und die Klimaanlage spielt verrückt. Drehen Sie sie wieder hoch. Ich habe nicht vor, in dieser Wildnis zu erfrieren. Sehr wohl. Danke. Das hat dir nicht sehr viel geholfen. Kämpft weiterhin. Okay, wir müssen wohl noch mal. Wir müssen hier einige Zweige abbrechen. Wir ruhen hier den halben Regenwald. Und damit die Anlage zu verstopfen. Man, schaut euch, wie das aussieht. Es wurde schon öfters gemacht und vor uns. Mal sehen, ob das funktioniert. Jetzt werden sie. Um vielleicht das Telefon in die Messe zu schneiden. Und schnipp. Schnipp, schnapp, Leitung ab. So, jetzt wird's kalt. Miss Buendia, die Klimaanlage. Hören Sie mich? Ich bitte Sie umgehend, die Klimaanlage herunterzudrehen. Ich bin Leiter eines Weltkonzerns und kein Eisbär am Nordpol. Alles muss man selber machen. Aha, jetzt ist er weg. Jetzt können wir uns reinschleichen und die Anlage klauen. So, rein durch die Balkontür. Das löst sich keinen Fall aus. Geschafft. Okay. Spielen wir den Band. Das Steuerungspult für den Magnetkran. Okay. Müssen wir irgendwas herbringen. Container. Ein Brett und ein Metalldeckel sind das einzig Verwertbare. Ich nehme beides mit. Okay. Ja, ein Brett und ein Metalldeckel. Ein Bootsschlüssel im Inventar. Kiste. Die Kiste ohne Deckel. Ein Kran mit Magnet. So, hier können wir durchgehen. Oh, oha, Salvador.
Verdammt, ich komme von hier aus nicht an seine Fesseln. Psst. Sind Sie Salvador? Mhm. Ich bin hier, um Sie zu retten. Halten Sie sich bereit. Ich brauche etwas, um die Fesseln durchzuschneiden. Hab verstanden. Ich kümmere mich darum. Nimm mir eine Scheibe. Notschalter. Kellerman könnte mich sehen. Ich sollte es erst riskieren, wenn ich auch weiß, dass das den Gefangenen hilft. Tja, vielleicht können wir hier mit Metalldecke und sowas basteln. Die Musik ist gerade sehr intensiv. Tja, vielleicht können wir... Hoppalapap. Das sieht vielversprechend aus. Metalldecke noch um drauf. Und jetzt... Was soll man das bringen soll? Ist da Metalldecke? Okay. Ja. Wild impro. Das sieht vielversprechend aus. Okay, ein Brett mit Glasscheibe und was soll das bringen? Wenn das Brett da drunter wäre, ja, vielleicht, aber... Ich sollte was ein bisschen anders anordnen. Wild improvisiert. Eine Metalldecke in der Kiste wäre. Ich auf der. Ich nehme die Sachen. Die Kiste ohne. Wild improvisiert. Okay, die Kiste, das Ding können wir nicht mehr mitnehmen. Das Brett. Ja. Habe ich noch irgendwas, was wir mitnehmen können? Die Kiste könnte uns helfen, weil die da rüberbringen. Das ist die Idee. Das sieht viel scheinbar. Das ist doch Quatsch mit so. Pa, das führt. Kokolore. Tja. Was soll das jetzt helfen? Das sieht viel ver... Wild im Pro... Das bringt doch nichts. Das sieht vielversprechend. Okay, jetzt haben wir eine Glasscheibe. Nichts passiert. Er lässt sich wohl nur auf dieser Seite herunterfahren. Jetzt haben wir hier eine Glasscheibe.
Wenn die Glasscheibe, wenn sie den Magnet deaktivieren würden, die Glasscheibe runterfällt. Was? Ach. Sie müssen schon besser zielen, wenn Sie mich mit einer Scheibe erschlagen wollen. Ah! Okay. Danke. Das war meine gut. Güte, Sie hätten den Mann doch nicht gleich töten müssen. Bist du hier, um mit mir die Welt zu retten oder um über Moral zu diskutieren? Beides zusammen wird heute nicht gehen. Okay. Es muss einen Weg geben, das Reaktorunglück zu verhindern, ohne weitere Opfer zu riskieren. Unglück? Verhindern? Was hat Faye dir erzählt? Ich weiß alles. Das Reaktorunglück, der daraus resultierende Klimagau, eure Zwischenlandung im Jahr 2050. Was? 2050? Der Teil kam von mir. Irgendwas mussten wir doch erzählen. Er wäre sonst nicht mitgekommen. Dieses intrigante Biest. Was? Was ist so lustig? Was geht hier vor? Faye hat dich angelogen, Svensson. Es gab kein Unglück. Ich bin das Unglück. Ich verstehe kein Wort. Das war mir fast schon klar. Dann gab es also gar keine Katastrophe? Die Welt ist heute nicht untergegangen? Doch, aber er wird... Was haben wir denn heute? Den 27. März 1982. Ein völlig willkürlicher, austauschbarer Samstag in eurem ach so gemütlichen Leben. Natürlich ist die Welt heute nicht untergegangen. Genauso wenig wie am nächsten Mittwoch, am 8. Juli oder irgendwann in 2011. Es gab eine Katastrophe, ja. Aber kein singuläres Ereignis, das dazu geführt hätte. Keinen Big Bang. Es war ein schleichender Prozess, der über Jahrzehnte andauerte. Und genau das war der Grund, warum ihr nie etwas dagegen unternommen habt. Aber ich habe doch mit Delvin gesprochen. Ich habe die Zukunft gesehen. Die Bilder, die du gesehen hast, stammen aus dem frühen 26. Jahrhundert, nicht aus 2050. Faye hat wohl doch einen Teil unserer Mission beherzigt. Du bist das beste Beispiel dafür, dass wir richtig liegen. Nur unmittelbare Ereignisse können die Menschen zum Handeln bewegen. Was soll der Blödsinn denn? Warum die ganze Mission dann? Was ist mit eurer Zwischenlandung in 2050? Es gab eine Zwischenlandung, aber viel später. Der Klimawandel passierte nicht von heute auf morgen, sondern innerhalb von mehreren hundert Jahren. War die Zukunft der Alge auch nur eine Lüge? Welche Alge? Meine Blaualge, die sie in der Zukunft als Energiequelle benutzen. Denk doch mal nach. Wir leben in Bunkern unter der Erde. Was nützt uns Photosynthese, wenn wir keine Sonne haben? Ironischerweise müssen wir mit den Quellen zurechtkommen, die ihr uns vermacht habt. Unser ganzer Strom kommt aus Kernreaktoren. Es gibt also keinen Svensson-Generator? Haha, nein. Jedenfalls nicht, bevor mein Werk hier vollendet ist. Faye würde mich nie belügen. Und doch hat sie es getan. Schließlich hat wohl auch sie erkannt, dass die Welt nicht durch Idealismus und gute Vorsätze zu retten ist. Na ja. Man muss die Menschen zwingen, das Richtige zu tun. Aber wenn es keine Katastrophe gab, was machen sie dann hier? Der Plan sieht vor, eine Katastrophe zu provozieren. Was? Sie wollen einen Reaktorunfall herbeiführen? Genau das. Unsere Experten haben berechnet, dass eine Explosion im Indes-Kraftwerk den brasilianischen Regenwald vom Amazonas abwärts in kürzester Zeit zerstören wird. Ein Klimagau scheint unausweichlich. Nur sofortiges Umdenken kann die Welt vom Kollaps retten. Kraftwerke werden vom Netz genommen. Alternative Energien kommen zum Einsatz. Menschen wie du werden endlich ernst genommen. Das ist die einzige Chance, den langfristigen Schaden an unserem Ökosystem einzudämmen. Weil er funktioniert nicht. Es funktioniert nicht.
Bis jetzt aktuell in der Politik, es funktioniert nicht. Die werden nicht ernst genommen. Das kann doch nicht Ihr Ernst sein. Menschen werden sterben, Lebensformen werden ausgerottet. Das ist doch verrückt. Ist es das? Die Menschen brauchen einen Anstoß, um zu handeln. Ohne unmittelbare Bedrohung rühren sie keinen Finger. Oh, das solltest du doch am besten wissen. Zumindest nicht. Ich habe immer noch nicht verstanden, was Sie damit erreichen wollen. Die Menschen müssen wachgerüttelt werden. Kraftwerke wie dieses werden das Ökosystem des Regenwaldes über die nächsten 100 Jahre hinweg vollkommen ruinieren. Aber als die Menschen schließlich auf die Idee kamen, umzudenken, war der Prozess nicht mehr aufzuhalten. Nur eine Katastrophe wird ihnen die Augen öffnen. Nein. Aber dabei würden wir ja selbst draufgehen. Na und, draufgehen werden wir so oder so. In meiner Zeit leben nur noch wenige hundert Leute, Svensson. Sie werden den nächsten Sonnensturm nicht überstehen. Wenn wir heute keinen neuen Anfang machen, wird es schon bald keine Zukunft mehr geben. Wir opfern uns für den Fortbestand der Menschheit. Glaube ich zwar nicht dran, aber... Wir können uns ändern. Aber ihr werdet es nicht tun. Wir wissen das. Für uns ist euer Scheitern bereits dunkelste Geschichte. Das ist total unlogisch. Das soll jetzt... Okay. Finde ich cool. Spiel abgestürzt. Das ist der Checkpoint wahrscheinlich vor dem ganzen Scheiß hier. Oh Gott. Lass mich das nie normal machen. Ah. Hier gibt es einen Checkpoint. Das Spiel ist schon mal abgestürzt. Das hatten wir schon mal so ein Ding. Ich das Scheiß nochmal an. Was? Ach. Sie müssen schon besser zielen, wenn Sie mich mit einer Scheibe erschlagen wollen. Können wir das irgendwie skippen? Dann. Aber wenn es keine Katastrophe. Das. Wir können uns ändern. Aber ihr werdet es nicht tun. Wir wissen das. Für uns ist euer Scheitern bereits dunkelste Geschichte. So, genug geplaudert. Ich habe ein Kraftwerk zu sprengen. Salvador, warten Sie! Verdammt! Salvador! Es kann ich nicht glauben, dass Faye dahinter steckt. Und das auch sprengen will. Es tut mir leid, Ben. Ist doch Blödsinn. Wenn Duwe gestorben wäre, du hättest dich auch nicht in Rauch aufgelöst, richtig? Nein. Ich wäre immer noch hier. Ist doch ausgemachter Blödsinn. Verschwindet von hier. Alle ja, drei. Ich werde Salvador aufhalten. Das Leute umdenken, wenn... Ich muss nicht auf dich hören. Ich komme mit. So ein Schwachsinn. Reicht es nicht, wenn ein Idiot heute stirbt? Oder willst du dich wirklich für eine Menschheit aufopfern, die dich nichts als enttäuscht hat? Bent, du hast mich nicht enttäuscht. Dann aber keine Lügen mehr. Kein Quatsch über meine Forschung. Und kein Ich werde mich in Rauch auflösen. Kein Rauch. Versprochen. Und jetzt los. Mhm. Ach du Schande. Der Reaktorkern, das ist Salvadors Ziel. Auf geht's. Schnell! Der Kern setzt sich in Bewegung. Ich komme!
das auch gehört? Was war das? Der Reaktor ist stehen geblieben. Hilfe! Wachen! Schickt endlich einen Trupp zum Kern! Verdammt, hört mich denn keiner? Scheinbar nicht. Was ist hier passiert? Euer Weltuntergangstraum wird wahr. Euer Freund hat den Kran gestoppt. Der Reaktor kann hier oben nicht gekühlt werden und explodieren. Was können wir dagegen tun? Ihr reaktiviert den Kran. Eine Etage weiter unten ist der Schalter. Kann man ihn denn nicht von hier aus steuern? Es gibt einen Notflutungsmechanismus. Aber um den zu aktivieren, muss das Ventil im untersten Stock aufgedreht sein. Kran, erste Etage. Ventil ganz unten. Verstanden. Okay. Es fehlt jetzt auf unserer Seite, oder was du ist jetzt? Du kümmerst dich um Indis. Ich aktiviere den Kran. Wie naiv sie ist. Dieser Soziopath wird sie ohne Skrupel abknallen. Ruhe da unten. Sie wird das schon hinbekommen. Jetzt auf unserer Seite wird sie fehlt zu uns. Willst du die Welt retten, oder? Das Unglück auslösen. Verstehe es nicht. Gut gemacht. Und jetzt komm schnell wieder hoch. Wenn die Brennstäbe das Kühlwasser berühren, wird alles in kochend heißem Dampf versinken. Nicht so schnell. Kaum zu glauben. Ich dachte mal tatsächlich, du würdest mir nützlich werden. So kann man sich irren. Und jetzt, her mit der Laufen. Wir müssen noch das Ventil drehen. Wieso? Du gibst sie mir. Freiwillig oder nicht. Das ist deine Entscheidung. Keine Tricks. Her mit der Alge. Keine... Ich verspreche dir, sobald deine Hand das Messer berührt, bist du tot. Also schön bleiben lassen. Ich habe bis heute nicht verstanden, warum Nigel ausgerechnet dich zum Funker machen musste. Weil ich die richtigen Ideale habe. Was nützen einem Ideale, wenn man keinen davon überzeugen kann? Du musst es einsehen. Ja. Euer naiver Plan war von Anfang an zum Scheitern verurteilt. Wir können ihm doch nicht die Eile gegeben. Was ist denn das? Jetzt können wir verhindern. Wenn mein Plan erfolgreich ist, muss es sein, dann explodiert dieses Kraftwerk. Und die Welt wird panisch nach alternativen Energiequellen suchen, damit so ein Unglück nie wieder passiert. Genau aus dem Grund brauche ich Bent Svensson und die Alge. Hast du mich gehört, Svensson? Ohne einen Super-GAU wird die Welt niemals auf dich hören. Ich gebe euch Zeit zu entkommen. Das ist Blödsinn. Und dafür lasst ihr mich meinen Plan zu Ende bringen. Bent. Auch mit Super-GAU. Hör bloß nicht auf ihn. Keine Angst, Faye. Bin ich dumm. Dein Mitgefühl macht dich dumm. Weil ihr es immer allen recht machen wollt, wird sich niemals etwas ändern. Ich stelle dich auf die Probe. Willst du mich aufhalten und ist dein Wille stark genug? Bist du bereit, Faye zu opfern? Was? Ihr habt richtig gehört. Entweder wir können uns einigen oder Faye stirbt. Mein Gott. Ich warte. Bitte was? Er ist komplett wahnsinnig geworden. Bent lässt sich nicht erpressen. In deinem Interesse hoffe ich, dass du dich irrst. Gehen einfach nach unten. Verdammt! Dreh das Rädchen. Ich hab das Ventil aufgedreht. Du kannst jetzt die Notflutung aktivieren.
Das wird er nicht machen. Die liebe Faye würde ja sonst ertrinken. Und jetzt lass mich rein. Ich habe die Alge und ich bin immer noch bereit zu Verhandlungen. Wir aktivieren den Schalter. Wenn du mich nicht opfern kannst. Sie opfert sich selbst. Halt! Was machst du? Und sie opfert doch ihn. Ich hoffe, die Eige wird sie übernehmen. Kein Rauch. Was ist da so komisch? Ihre Freunde sind gerade verbrüht. Und wissen Sie wofür? Für nichts. Nichts hat sich geändert. Mein Kraftwerk steht wie eine Eins. Ich lebe. Und Sie glauben doch wohl nicht im Ernst, dass ich Sie einfach so mit der Alge davon spazieren lasse. Doch, das werden Sie. Guten Abend, Dr. Svensson. Mein Name ist Miranda Barbares. Ich denke, ich muss mich nicht weiter vorstellen. Ich befand mich gerade auf der Dinnerparty meines Mannes, als mich ein Notruf aus Brasilien erreichte. Ein Notruf von ihrem Sohn aus der Kommandozentrale von Emilio Indes. Aha. Er brabbelte unverständliches Zeug über Zeitreisen und verband mich dann weiter. Was in Gottes Namen ist da los bei Ihnen? Was los ist? Ich sage Ihnen, was los ist. Eine Katastrophe ist los. Zwei Menschen sind gerade gestorben, weil wir es nicht schaffen, uns zu ändern. Beruhigen Sie sich doch. Ich verspreche Ihnen, wir werden den Vorfall untersuchen. Kommen Sie umgehend nach Oslo und bringen Sie die Alge mit. Alles Weitere klären wir dann. Ach du Schande. Die Alge ist noch funktionsfähig. Die arme Fee hat sich dafür geopfert. Salvador irgendwie auch. Auch wenn unfreiwillig, aber hat sich dafür geopfert. Tja. Guten Abend, meine Damen und Herren. Wirbelstürme, Waldbrände, schmelzende Polkappen und wachsende Wüsten. Der Klimawandel soll unseren Planeten unbewohnbar machen. Aber das bereits in 2050? Ich begrüße heute bei mir im Studio den Autor des Romans Der Phönixplan. Er ist Doktor der Physik, EU-Sonderbeauftragter und Botschafter für eine bessere Welt. Herzlich willkommen, Dr. Leif Oggersund. Guten Abend, Tom. Leif, am Ende Ihres Romans kommt es zu einer furchtbaren Katastrophe. Gonzalo, einem militanten Ökoaktivisten aus der Zukunft, gelingt es, einen nuklearen Supergau auszulösen. Und dabei ganz Südamerika zu vernichten. Nur so, behauptet er, ließe sich die Welt am Ende retten. Ist das Ihr Ernst? Haben Sie gerade der ganzen Welt mein wunderbares Ende verraten? Es ist ein sehr zynisches Ende. Das ist es. Aber im Ernst, die entscheidende Frage ist doch, wie animiert man 7 Milliarden Menschen zum Handeln? 2 Leute alleine können die Welt nicht retten. Sie wollen Ihre Leser also provozieren? Ist ein Science-Fiction-Thriller der richtige Ort dafür? Wieso sollte er das nicht sein? Meine Güte, wir sind in den 80ern. Popkultur kann politisch sein. So ein Schwachsinn. So ein völliger Quatsch. Was? Talkshows? Der große Märchenonkel erzählt einmal die Wahrheit und behauptet, er hätte sich alles nur ausgedacht. Das nennt sich Macht der Gewohnheit, Bent. Manche Menschen ändern sich eben nie. Haben wir noch Kaffee? Nope. Verdammt, wie sollen wir helfen, die Welt zu retten, wenn der Kaffee alle ist? Ich besorg morgen 9. Morgen? Morgen.
In ein paar hundert Jahren brennt Sydney, bebt Moskau und ertrinkt London. Wir haben keine Zeit zum Trödeln. Ich brauche meinen Kaffee jetzt. Bent? Was? Moskau erfriert. Richtig. A new beginning. Errungenschaft freigeschaltet, Retter der Welt. Haben wir es durchgespielt? Hier haben wir die Credits. Jo. Wie ich erwartet hatte, haben wir es heute geschafft. Credits? Okay. Offenes Ende. Eine neue Zeitreise. Eine Fortsetzung des Spiels. A New Beginning Teil 2. Aber dem offenen Ende wollen sie uns hier zurücklassen. Das kann ja. Das soll ja was sein. Gut, na dann. Däumchen nach oben auf YouTube, sollte es euch gefallen haben, das Let's Play. Lasst ein Abo da, wenn neu seid. Und habt noch einen angenehmen Tag und haut rein, ne? Bis zum nächsten Let's Play. Ja. Bis zum nächsten Let's Play wieder das Welt retten. Ja. Bis dahin. Ciao, YouTube.